Da ich schon halb in dem Feuer stehe. Ey, da kommen wir mal raus. So. Next Main Mission. Zum Karja-Grenzfort. Richtung Meridian. Immer noch auf der Suche gen Olin. Olin oder so ähnlich. Olin? Ich glaube das kann Olin. ich bestimmt bald gebrauchen. Nettes, luftiges Wetterchen, wa? Das ist schon der Tagturm, glaube ich. Das Fort ist da hinten in die Ecke. Kampfgeräusche. Wurde das Kaja-Fort angegriffen? Wieso hörst du? Ach ne, es gehört schon alles zum Tor. Ach du Ein meine. Verderber. Was ist denn hier los? Ja, den habe ich jetzt richtig Bock. Der war ein Plünderer. Wächter. Natürlich alles schön verdorben, damit es auch wirklich knallt. Und komm, gib mal Ruhe. Kleiner Mann. Ja, aber ich glaube, der Verderber kümmert sich erstmal nicht um mich. Ich sehe schon, da habe ich doch wieder falsch gehofft. Ganz falsch gehofft. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Ach was. Haben da wieder eine glorreiche Erkenntnis rausgehauen, oder? Heute leuchtet uns oh. wahrhaft die Sonne. Ist da einer in meine Falle gejumpt? Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Ja, die leuchtet euch wahrhaftig, wenn ich so in den Himmel gucke. Aber Aloy ist auch schon angepisst, so, weil die immer nur von Mutter und Sonne und Gottheit reden. Und wer macht die ganze Arbeit? Ich. Ich mach die ganze Arbeit. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Kann vielleicht mal irgendeiner von diesen ganzen Schmocks so ein Mädchen, kleines Danke sagen? Ja, ich bin unterwegs, Alter. Ich kann doch nicht fliegen. So. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Muss mal kurz das nochmal am Handy gucken. Sorry, weiter geht's. Wer hat mir das Weg sagen? Der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken. Ja. Für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Was ihr tun solltet, hilft nicht so viel. Wer hier das Kommando hat, macht vielleicht, ob Nakoa hier war. Macht doch einfach. Dieses solltet, ne? Ja, das ist das Karja-Land. Meridian ist. Wir sind hier. Meridian ist ein bisschen weiter. Dort. Da gibt auf jeden Fall wieder viel zu sehen. Und das zieht sich. Das ganze Land ist hier. Es ist hier riesig, ne? Also wir haben genug zu finden, zu tun sowieso. Hier sind noch Quests. Und dann haben wir ja noch diese eine Truller, die aus Rache für ihren Vater irgendwie ausgezogen ist. Das müssen wir hier noch machen. Da werden wir uns gleich als erstes uns mal mit befassen, würde ich sagen. Ich habe 4 Fertigkeitspunkte. Was können wir da mal Schönes machen? Ducken macht dich schwerer sichtbar. Das ist auf jeden Fall witzig. Ich möchte auf jeden Fall die Spulen entfernen können. Ne? Andererseits wollte ich so ein paar Krieger
Dingens. Ist auch nicht schlecht. Ja, dieser Schwerlastenträger interessiert mich eigentlich nicht so, weil ich diese schweren Waffen nicht benutze. Aber man braucht es, um hier zu diesen beiden Fähigkeiten zu kommen. Gerade den Doppelschuss finde ich ganz nice und den Dreifachschuss. Ja, komm, ey. Aber gut finde ich das nicht. Also, ne, ich bin ja trotzdem ein bisschen angefressen, Leute. Was haben Sie? Haben Sie für einen Auftrag, guter Mann? Nichts als Ärger. Hallo, ne? Mehr gibt es nicht im Sonnenaufgang. Ich trete der Sonne stolz entgegen. Ich weiß, dass ich mir meine Position glücklich verdient habe. Fragen wir mal den da. Hey, du. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Alles schön der Reihe nach. Also erstmal das Mädel. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, ein Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Said soll doch angeblich ihren Vater gekillt haben. Schauen wir mal, was haben wir noch? Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Alle Wege führen nach Meridian. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lagier befahl den Rückzug. Mir berichten. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Siehst du, sag ich doch. Lagier sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Machen wir doch glatt. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Hast du gehört, Trottel? So, was haben wir denn? Was ist das da noch? Rasende Maschinen oder der Humbug ihrer Stadt? Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. War ich so laut? Ja. Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt.
Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Ja, das sehe ich auch so. Handelsroute? Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osseram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Begrüßung besteht ja meistens aus irgendwelchen bekloppten Maschinen. Das kriegen wir schon neue hin. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Die Störung. Schriftrolle, die Störung. Was haben wir denn da? Das ist aber viel Text. Dann lassen wir das mal bleiben. Was kann man hier wieder plündern, was uns nicht gehört? Ah, da ist Said, der angebliche Mörder. Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakor? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie. Sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf.
Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. So. Ich kann ihm nicht trauen. Nicht nach Jans Erzählungen, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Du hast Vernünftiges anzubieten, Kindchen. Guckst mich so an. Schon ein paar mehr Sachen. Zählt immer noch das Kristallgeflecht. Was haben wir denn hier lustig? Hier ist so ein Schattenscharfschussbogen. Da ist dann noch ein dritter Pfeil mit drin. Ist doch auch nicht schlecht. Und? Brauchen wir ein Sägezahnherz? Ich habe zwei. Komm, nimm mal mit. Ersetzen wir mal den Karajan-Schussbogen und dann nehmen wir den Schattenjägerbogen. Können wir uns auch da richtig leisten. Ist auch noch was Nettes mit bei. Ersetzt den Banuk-Keulbogen. Sehr viele Schleuder, viel über das Kristallgeflecht. Und hierfür fehlen mir jetzt die Scherben. Aber immerhin. Beim Gucken, Waffen und so weiter. Da haben wir natürlich jetzt noch ein bisschen was an Dingsas reinstopfen, an Modifikation. Aber ist ja nicht so, als hätten wir keine, ne? Daran mangelt es hier ja nicht. Die macht ja schon ordentliche Wumms, würde ich mal sagen, rein damit. Vielleicht auch was in unserer Feuerschaden ein bisschen aufzuhauen. Lieber viel Feuer auf einmal oder lieber ein bisschen weniger Feuer? Und dafür noch ein bisschen Schaden mit drauf. Schaden. Bisschen weniger Feuer und Schaden. Handhabe, Schaden und Verderbnis. Nehmen wir. Und dann unser Scharfschussbogen. Da fehlt bestimmt auch noch was Schönes. Drittes, das ist alles das gleiche. Da warte ich vielleicht mal, vielleicht finde ich da noch was anderes Neues, Hübsches. Gute Frau, was ist denn mit Rüstung? Gut, kann ich mir jetzt alles nicht mehr leisten. Keine Rüstung. Hab's mir gerade anders überlegt. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja. Ach, viel zu viel zu tun. Das ist ja einsame Felsenrache einer Tochter. Meridian ist klar. Jagen für die Loge ist auch klar. Das ist alles in Meridian. Was haben wir noch? Achso, das ist der DLC, der Frozen Wilds, von dem der Typ gerade geredet hat. Nördlich des Grabhortes. Das kommt erst später. Hier noch ein verlorenes Dorf. Wo soll das denn sein? Ach, das ist das, wo ich gerade diese Dingenszone, die ich da gerade geleert habe. Die verdorbene Zone. Okay, das machen wir aber später mal noch. Wir müssen irgendwann noch darauf diese Blume holen. Das können wir dann mit beimachen quasi. Dann schlage ich vor, erstmal hier die Rache einer Tochter, ne? Unterwegs nehmen wir noch ein Blümlein mit.